Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon. Wir werden jetzt diesen Wissenschaftler von hinterrücks überfallen und dann so seine Forschung sichern. Denn er forscht hier, er forscht da, er forscht Pokémon. Oh ja. Überfall. Gib mir nicht dein Geld, gib mir all deine Forschungsergebnisse, die viel mehr wert sind. Amarino. Oh! Der hat diese Urzeit-Pokémon gut und schlecht. Denn das Pokémon kriegst du nicht so einfach kaputt. Eis. Dann Strangy, los. Das Ding ist nämlich Eisgestein. Eine gute Kombination so. Ich meine, gut, eigentlich eine schlechte Kombination. Weil Eisgestein hat ziemlich viele Schwächen, weil Eis und Gestein jeweils viele Schwächen haben. Aber was sehen? Blubstrahlen. Ist sehr effektiv. Dann ist Eis nicht effektiv gegen Wasser. Ammonitas. Wassergestein. Ich muss wissen, das Problem ist, dich kann ich nicht einsetzen, weil es ist zwar Stahl, aber es hat keine Stahlattacken. Das ist doof. Wir müssen ihm mal irgendwas beibringen. Fossilien. Hier müsste irgendwo in der Nähe dann auch wieder dieser Fossilienfuzzi sein. So. Haben wir den Forscher besiegt? Die Ergebnisse meiner Forschung, deine Pokémon sind stark. Ja, das hättet ihr auch ohne das sagen können. Der hat keine 960 Poké-Dollar abdrücken müssen. Mein nächstes Forschungsergebnis: Wie gewinne ich gegen starke Pokémon? Training, Training, Training. Verdammt, ich würde mit dem Typen reden, nicht hier rein, aber egal. Hier gibt es bestimmt irgendwo, ja. Irgendwo gibt es Sticker. Sommer 28. Steinknochen. Achso, ja, das wird für Knogger wahrscheinlich sein. Oh, hier. Willkommen auf der Traumfarm. Hier dreht sich alles um die Erforschung von Fossilien. Irgendwann wird es hier nur so von Pokémon aus längst vergangener Zeit wimmeln. Das ist der Traum der Traumfarm. Der Wiederaufbau der urzeitlichen Welt. Okay. Ja gut. Wir haben keine Fossilien, also wird daraus nichts. Da hinten wohnt ein Kerl, der tatsächlich einen Vergnügungspark mit Pokémon errichten will, die aus Fossilien wiederhergestellt wurden. Verdammt, wir wollten uns gerade anschleichen, Tali. Hey, Anavi, kennst du den Festival Plaza? Ich habe gehört, dass die Leute dort zusammenkommen, um Spaß zu haben. Ich sehe dir an, dass du noch nie auf dem Festival Plaza warst. Dann erkläre ich dir mal, wie du dorthin kommst. Keine Sorge, das ist für mich quasi noch Neuland. Öffne einfach mit dem X-Knopf das Spielmenü und wähle Festival Plaza. Ah, jetzt werden wir also dahin gezogen. Willkommen auf dem Festival Plaza, ich bin Chris. Ah, und jetzt müssen wir ein Gebäude aufbauen. Der Festival Plaza ist ein geheimer Ort, an dem sich Spieler aus aller Welt mithilfe der Kommunikationsfunktion treffen können. Ich veranstalte hier gerade ein Festival, bei dem sich Trainer untereinander austauschen können. Aber ich suche noch nach jemandem, der mir mit dem Empfang der Besucher aushilft. Du siehst wie jemand aus, der regelmäßig die Kommunikationsfunktion nutzt. Würdest du mir vielleicht helfen? Wenn dieses Festival so richtig in Fahrt kommen soll, brauche ich deine Hilfe. Also, was sagst du? Bist du dabei? Okay. Klasse, vielen Dank. Ich habe auch gleich einen Auftrag für dich. Auf dem Festival Plaza hält sich bereits ein Besucher auf. Bitte geh und rede mit ihm. Hierbei möchte ich erwähnen, wenn wir gerade in der Online-Funktion sind,
Am Ende werde ich wieder ein Turnier veranstalten, beziehungsweise einen Kampf. Diesmal werde ich mir versuchen, richtig Mühe zu geben. Durchspielteams, wenn ihr das kennt. Ich werde das nochmal erläutern, aber ihr könnt gerne auch nochmal nachfragen. Zur Not kommt auf meinen Discord. Ihr findet den Link in der Infobeschreibung oder schreibt mich über Twitter oder YouTube an. Also, als ich gehört habe, dass hier ein Festival für Trainer veranstaltet wird, dachte ich mir, ich schaue einfach mal vorbei. Du bist hier für den Empfang zuständig, richtig? Da weißt du bestimmt auch, was du zu tun hast, wenn du einem Besucher begegnest, oder? Ich spreche ihn an. Ich sehe schon, du bist ein echter Profi. Hier hast du ein kleines Dankeschön dafür, dass du... Wer? 2FM. Wenn du Festival Plaza einem Besucher begegnest, dann sprich ihn bitte an. Nur so kommt das Festival richtig in Fahrt. Ich habe eine Frage. Okay, dann gehen wir wieder zu ihm. Gute Arbeit. Wenn du die Fragen der Besucher beantwortest oder ihnen ihre Wünsche erfüllst, belohnen sie dich mit Festivalmünzen. Diese Festivalmünzen kannst du dann in den Buden auf dem Festivalplatz ausgeben. Das Wort Festivalmünze wird übrigens ab und zu mit FM abgekürzt, nur damit du es weißt. Wo wir schon dabei sind, ich erkläre dir am besten gleich ein paar Dinge zu den Buden des Festivalplaza. Wenn ein Pokémon in der Gruselbude das Ziel erreicht, erhältst du als Belohnung Items. Ah, gut. An der Imbissbude können sich deine Pokémon mit leckerem Essen stärken. An der Souvenirbude kannst du besondere Items preiswert kaufen. An der Orakelbude kannst du dir dein Horoskop des Tages anhören. Und das waren noch nicht alle Buden, die es so zu entdecken gibt. Auf dem Festivalplaza halten sich wieder ein paar Besucher auf. Erfülle ihnen ihre Wünsche, um Festivalmünzen zu erhalten. Weißt du, wie man auf dem Festivalplaza Besucher findet, die einen Wunsch haben? Zuhören? Ich sehe schon, du bist ein echter Profi. Das ist, dass über Besuchern eine Sprechblase erscheint, wenn du dich ihnen näherst. Lies dir genau durch, was darin steht und suche den Besuchern dann ihren Wunsch, wenn sie einen Wunsch haben. Ich habe eine Frage. Also, Moment, er hat eine Frage. Wenn du einen Besucher begegnest, dann sprich ihn bitte an. Ist dich in Fahrt? Okay, nee, das ist. Nur wenn es rot ist. Weißt du, wie man Leuten auf dem Festivalplaza einlädt? Mit der Kommunikationsfunktion? Sehr schön, du bist ein echter Profi. 6FM. Juhu, wir haben Rang 2 erreicht. Cyrus freut sich total. Du findest ihn vor dem Schloss. Geh und sprich ihn dem. Nutze fleißig die Kommunikationsfunktion. Ja, jetzt können wir ein Gebäude aufbauen und wahrscheinlich eine Färberbude. Gute Arbeit. Der Rang des Festivalplatzes ist gestiegen, weil du genügend Besucher in Empfang genommen hast und fleißig Festivalmünzen gesammelt hast. Weißt du was? Ich bin in Spendierlaune. Hier hast du eine kleine Belohnung für den Aufstieg. Lass uns auf dem freien Stellplatz eine neue Bude aufstellen. Zum Beispiel Gruselbude Geisterhöhle 1. Ihr Betreiber ist ein Ass-Trainer. Ein Ass-Trainer. Auf dem Festivalplaza gibt es jetzt die Bude Geisterhöhle Stern 1. Jedes Mal, wenn dein Rang steigt, bekommst du eine Belohnung von mir. Also erfülle die Wünsche der Besucher und sammle Festivalmünzen. Ach, übrigens. Solange du auf dem Festivalplaza bist, wird über den lokalen Modus oder über das Internet eine Verbindung zu anderen Spielern aufgebaut. Ich habe jetzt alles für dich eingerichtet. Du kannst dich also gern austoben. Übrigens findest du in dem Schloss dort meine freundliche Assistentin. Schau am besten gleich mal bei ihnen vorbei. Ja, ich glaube, ich habe sogar eins von diesen. Nee, ich will keinen Tausch, aber ich möchte da rein, weil. Man kann sich ja wieder für so ein Online-Ding anmelden. Hallo Enovi, willkommen im Festival Plaza. Schön dich kennenzulernen. Gleich sehen dreht sich alles darum, Leben leichter. Und eins nach dem anderen, zuerst ein paar Worte für mich selbst. Wenn du Fragen am PC, Internet zugreifen, Spielsynchro. Das hier ist der Empfang für globale Spektakel. Ja. Hier kannst du Trainer herbeirufen. Hier kannst du Festivalplätze individualisieren.
Okay. Moment. Ich konnte. Das hat Spaß gemacht. Oder eine wie? Es ist total verschiedene Leute zu treffen. Also dann mit meinen Pokémon spielen. Okay. Wow. Hatte mich glatt erschreckt, aber irgendwie seltsam. Auf dieser Route waren die Pokémon-Trainer oder haben wir nicht so viel gekämpft. Kann aber sein, dass wir wegen der Kiawe-Prüfung ein bisschen overlevelt sind. Und ich mag meins. Ich mag Biscuit. Ich brauche aber noch ein anderes Pokémon. Irgendwas, was das den Eminem ersetzt. Sag mal, kannst du Pokémon so? Das war, haben wir letzte Folge gemacht. Der Schattendschungel hält sich ein Pokémon namens Kurulay auf. Suche dort gründlich nach den neuen Pokémon, wenn du Mausprüfung bestanden hast. Wusstest du schon, dass du mit Hilfe von Pokémobile auf Glurak durch die Gegend düsen kannst? Ich gebe dir einen Tipp für ein tolles Reiseziel. Taste auf dem Steuerkreuz nach rechts berühren, den Abschluss mit Pokémon. Ach, alles Pokémon-Ressort-Werber. Lass uns Pokémon tauschen. Wenn du mir ein Trompack überreichst, gebe ich dir mein Arbok. Ich will kein Arbok. Wer würde wohl in einem Kampf zwischen Maskroyal und Wellenbrecher Marinus siegen? Keine Ahnung, ich glaube Wellenbrecher Marinus. Im Schattendschungel gibt es, wie der Name schon vermuten lässt, viele Pflanzen-Pokémon. Feuerflug und Käfer-Pokémon im Gepäck, bist du dort also ganz klar im Vorteil. Gut. Das bedeutet, wir ordnen mal unsere Pokémon an. Also Feuerflug, Flug, Käfer. Der Rest ist nicht effektiv. Also, wir haben drei Pokémon, die effektiv sind. Phönix muss trainiert werden. Das ist schon mal in Ordnung. Okay. Das Pokémon von meinem Bruder ist super mega stark. Willst du mal sehen? Ich habe es mir nämlich von ihm ausgeliehen. Also, naja, eigentlich weiß er nichts davon. Aber egal. Willst du jetzt kämpfen oder nicht? Hehe, dich zu besiegen wird ein Klacks. Wetten, das ist so ein. Es ist dieser Samen, was so ein Sonnenflora die Vorstufe ist, oder es ist dieses Flabébé. Oh, das ist ein Kangama. Oh, Scheiße. Okay, das ist jetzt nicht so heftig, aber es ist ein Kangama. Und wenn der Typ einen Mega-Ring hätte, dann wäre das ziemlich heftig. Auch wenn. Ich mach ihm keinen Schaden! Okay. Machen wir noch eine Nitro-Ladung. Vielleicht verbrennen wir es ja. Ein Volltreffer. Ah, Flammenkörper. Das ist gut. Gut. So, KP wurden aufgefrischt, Schleuder. Ah, hat kein Item ausgerüstet, deswegen funktioniert es wohl nicht. Ach, verdammt, ich muss erst auf das Ding gehen und dann. Aber ich glaube, wir sollten das damit auch beenden. Nee. Ja, das sollte auf jeden Fall jetzt lang mit einem Ruckzuck hier beende das Spiel. Zum Glück ist ein Pokémon Center direkt daneben. Sonst hättest du schlechte Kartenvorschläge. Oh nein, das ist doch das Pokémon von meinem Bruder.
Jetzt kommt bestimmt der Bruder. Was? Warum habe ich verloren? Das Pokémon von Bruder ist doch so stark. Da bist du ja! Sag mal, tickst du noch richtig? Oh, Bruderherz. Du hast schon wieder mein Pokémon mitgenommen, ohne es zu fragen. Es tut mir leid. Dann, und dann verlierst du auch noch haushoch. Aber warum? Dein Pokémon ist doch eigentlich unbesiegbar. Ein Pokémon kann auch so viel Potenzial mit sich bringen. Wenn es im Kampf nicht anzuwenden, weil. Wenn du es im Kampf nicht anzuwenden weißt, nützt es dir gar nichts. Welche Kraft in deinem Pokémon steckt, kannst du erst verstehen, wenn du dich jeden Tag mit Liebe und Geduld um es gekümmert hast. Wer mit dem Pokémon anderer gewinnen möchte, musst du dem auch selbst stark werden. Stärker werden. Wenn ich von meinen Freunden besiegt wurde, habe ich immer meinen Pokémon die Schuld dafür gegeben. Deshalb bin ich nie wirklich stärker geworden. Ab jetzt kümmere ich mich besser um mein eigenes Pokémon. Und dann werde ich dich irgendwann mit ihm gegen dich kämpfen und ich besiege ein Bruderherz. Schreit hier nicht so. Ha, denk nicht, dass dir das einfach dass ich dich einfach gewinnen lassen werde. Das schreit er zwar schon immer, aber. Ich fände es lustiger, wenn sie schreien. Tut mir leid, dass du in unseren kleinen Streit verwickelt wurdest. Vielleicht kann ich mich hiermit bei dir entschuldigen. Kangamanit. Kangamanit! Bruno Subere. Nun, da das erledigt ist, wollen wir sehen, wer von uns am schnellsten zu Hause ist. Oh ja, mach's gut. Piu piu. Okay. So läuft's auch immer ab. Zwischen Brüdern, ich kenn's. Als Wache taugt es leider nicht viel, aber dafür ist Matt Snubbull einfach unheimlich süß. Leider sind alle Zimmer belegt. Das Zimmer rechts hinten steht dauerhaft vermietet. Das wird so schnell nicht frei. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat unglaubliche 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor. Tipskatz hat seinen Mitbewohner wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Und das ist ein Restaurant. Nee. Doch, da war ein Restaladero im Hintergrund. Da. Hey. Hey, yo, was geht? Lass mich in Ruhe. Ich durchstöbe dein Zimmer. Komm dich auf dem Wasser austoben. Blauer Himmel, achso. Mantagsserver. Erinnere mich daran, ich muss die Zeit von dem Gerät mal umstellen. Weil eigentlich ist hier Mittag. Tauchball. Oh, ein Golfer. Der hat normalerweise, naja, Flug-Pokémon. Wegen, beim Golf wie bei Pokémon-Kämpfen muss man im Ernstfall die Nerven bewahren. Ein Birdie. Was war es noch? Hat auf jeden Fall irgendwie vogelähnliche Namen. Ein Hudhut. Come on, Phoenix! Kill him with fire! Fire! Nitro-Ladung Spezial! Blöd, dass man das nicht überspringen kann, aber so sind Z-Attacken. Lodere Flammen, verbrennt ihn! Falsche Hand. Verbrennt ihn! Ich benutze immer die linke. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Rechtshändler bin. Ich tanke meine Kraft in meine Hand und verbrennt es. Das war sehr effektiv, muss ich sagen. Super gemacht, Phoenix. Levelaufstieg verdient. 3 KP, wow. Das ist schon viel. Ah, ups, der Schlag ging ins Leere. Immer wenn es drauf ankommt, knicke ich ein.
Es wäre eigentlich cool, wenn Pokémon-Trainer, gerade spezielle Pokémon-Trainer, ihre Pokémon umbenennen würden. So. Wir fordern aber die Dame hier noch heraus. Der Schwung muss aus der Hüfte kommen. Ich zeige dir gleich mal im Kampf, wie ich das meine. Da. In was für einem Kampf? Golferin Alena fordert dich heraus. Naja, wenigstens gibt es ein paar Trainer. Oh, die hat zumindest einen Superball. Phoenix, verbrenne es zu Asche. Nochmal, Z-Kraft Nitro-Ladung, weil ich das jeden Kampf neu einsetzen kann. Ist irgendwie auch seltsam im Anime ist so, ja, ich kann es in jeden Kampf einsetzen, das ist so ein paar Tage oder Wochen oder Monate, bis es wieder regeneriert hier. Setze sein. Los. Ich meine, das steht danach erstmal noch so ganz chillig, also. Soll ich jetzt umfallen? Ja, jetzt. Beim Golf kämpft man hauptsächlich gegen sich selbst. Da gewinne ich dann wenigstens auch mal. Aber da verlierst du auch immer. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Pokémon-Trainer dieser Route abgeschlossen. Ich gehe nochmal hier runter. Tipps für Trainer. Ah. Ja, da komme ich nicht hin, weil man muss von hier rankommen. Und da kommt man nur ran, wenn man Tohaido hat. Oder? Nee, es gibt diese Insel da hinten. Okay. Nächstes Mal werden wir uns um die Karate-Typis da hinten kümmern. Und ihr werdet sehen, wie schnell wir mit unseren Flug-Pokémon karatemäßig abrocken. Ich freue mich darauf und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.